Bam, hier kommt die Schnäppchenbahn. Komm, steig ein und fahr mit uns mit. Bim, bim, bam, bam, hier kommt die Schlümpchenbahn. Wir fahren durch das ganze Jahr. Bim, bim, bam, bam, hier kommt die Schlümpchenbahn. Jede Station ist ein Feiertag. Reise mit uns durch Raum, Buch und Zeit in unserer Schlümpchenbahn. Guck mal, Mama, eine jüdische Straßenbahn. Schalömchen? Wer sagt denn bitte Schalömchen? Man sagt doch Shalom auf Hebräisch. Was sagst denn du dazu, Papa? Nu, ich glaube, das soll einfach nur lustig sein. Also, ich finde es lustig. Mäh, was soll denn daran bitte lustig sein? Typisch Mendel wieder mal. Ein Schaf ohne Humor. Ich bin zwar keine Jüdin, aber darf ich auch mal was dazu sagen? Ja, also? Viel interessanter ist doch die Frage, warum diese Schalömchenbahn hier mitten durch Köln fährt. Ja, stimmt. Das ist eine gute Frage. Nur, das ist doch eine Frage für den Rabbi. Oh, guckt mal, der Rabbi sitzt da vorne. Er fährt die Straßenbahn. Was? Schalömchen, ihr Lieben. Rabbi Blumenberg? Tatsächlich, Rabbi Blumenberg. Herr Blumenberg, was machen Sie in der Straßenbahn? Nun, Kinder, das ist die Jubiläumsbahn für 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Wie bitte? Es leben schon seit 1700 Jahren Juden in Deutschland? Woher wissen Sie denn das so genau? Nun, kennt ihr nicht die Geschichte vom römischen Edikt, dass Kaiser Konstantin im Jahr 321, also vor 1700 Jahren, schreiben ließ? Nee. Nun, dann horcht mal in die Geschichte rein. Wir machen jetzt eine Zeitreise. Das war nämlich so. Vor 1700 Jahren gab es in der Stadt Köln einen Stadtrat. Wurde die Brücke schon repariert? Keine Ahnung. Wenn ich mich kurz einmischen darf, die Brücke wurde schon repariert. Aha, wurden die Fenster vom Rathaus schon abgedichtet? Nein, aber das kann noch warten. Wenn ich mich noch einmal einmischen darf, ich empfehle schon jetzt, die Rathausfenster abzudichten. Der Winter naht. Okay, wurden die Weinfässer für den Karneval schon aus Rom bestellt? Nein, aber das hat noch Zeit. Wenn ich noch etwas sagen darf, ich war so frei und habe die Weinfässer schon bestellt. Die Lieferungen dauern immer sehr lange. Wer ist dieser Typ eigentlich? Das ist Isaac, der Jude. Er macht bei uns Praktikum. Hey, ich habe eine Idee. Wenn wir Isaac in unseren Stadtrat aufnehmen, kann er für uns die ganze Arbeit machen. Das geht nicht. Juden sind von Aufgaben im Stadtrat entbunden. Direkte Anweisung von oben, von Rom. Na, dann lasst uns doch eine Brieftaube nach Rom an Kaiser Konstantin senden und ihn um ein Edikt bitten, dass Juden ab jetzt auch im Stadtrat amtieren sollen. Wir haben aber keine Brieftauben mehr. Die wurden alle während des letzten Pest-Lockdowns aufgegessen. Wenn ich noch etwas sagen darf, ich habe ein Briefhuhn. Und du bist sicher, dass dieses Briefhuhn es bis nach Rom schafft? Naja, es ist etwas langsamer als eine ordinäre Brieftaube, aber meine Rosh Hashanah-Karten, die sind immer pünktlich angekommen. Du sprichst in Rätseln, Isaac. Aber ich verlasse mich auf dich und dein Briefhuhn. Na dann? Jante, dein Typ wird verlangt. Gute Reise, Jantel. Nessia Tova. Eure Majestät, Kaiser Konstantin. Mein Schreiber? Möchten Sie schon auf den Brief aus Köln antworten? Ich habe mich für eine Antwort entschieden. Wenn die Juden in den Stadträten mehr Verpflichtungen übernehmen, können alle anderen in der Zeit mehr Wein trinken und Betriebsausflüge machen. Also schreiben wir einen neuen Edikt? Genau. Hiermit erlasse ich Kaiser Konstantin im Jahre 321 folgendes Edikt. Ab sofort sollen auch Juden dem Stadtrat in Köln beitreten. Und basta. Gilt das Edikt nur für Köln? Meinetwegen im ganzen Römischen Reich. Wo bleibt meine Pasta? Gibt es eigentlich viele Juden in Köln? Keine Ahnung, mein Kaiser. Na egal, basta. Schickt die kölnische Brieftaube mit dem Edikt nach Köln.
Es ist ein Huhn, mein Kaiser. Wie bitte? Es ist ein Huhn. Die Kölner haben einen Briefhuhn geschickt, mein Kaiser. Die spinnen, die Kölner. Naja, dann schickt das Briefhuhn nach Köln ab. Avanti. Da bist du ja, Jentel, mein Hühnchen. Also, Isaac, nun hast du dich gut in unserem Stadtrat eingearbeitet und bist aus dem Team nicht mehr wegzudenken. Ja, Isaac, du bist praktisch ein vollwertiger Staatsbürger des Römischen Reichs. Ich habe aber nicht aufgehört, Jude zu sein. Nur fürs Protokoll. Na, jetzt wollen wir mal nicht übertreiben. Hast du denn schon die Steuern eingetrieben, Isaac? Nein, es gibt eine kleine Wirtschaftsflaute. Hallo? Entschuldigung, wenn ich mich einmische, aber ich hätte eine Idee zu den Steuereinnahmen. Wer ist denn das jetzt wieder? Die Praktikantin. Sie ist ziemlich schlau. Und eine Frau. Ja, das habe ich auch schon bemerkt. Vielleicht sollten wir sie auch in den Stadtrat wählen. Frauen im Stadtrat? Was würde Kaiser Konstantin dazu sagen? Wollen wir wieder einen Briefhuhn abschicken? Jente, dein Typ wird verlangt. So, meine Lieben, und jetzt kennt ihr die ganze Geschichte. Und weil Kaiser Konstantin dieses Edikt vor genau 1700 Jahren erlassen hatte, wissen wir, dass seit 1700 Jahren Juden und Jüdinnen im deutschsprachigen Raum leben. Ist das nicht toll? Also werden wir das ganze Jahr 2021 durchfeiern? Hehe. Yeah, Party! Wie jetzt hier in der Straßenbahn? Ja, kommt, steigt ein. Okay. Na, sitzt ihr alle gut? Ja. Wir starten mit der Schalömchenbahn eine Reise durch das jüdische Jahr. An jeder Station werden wir einen neuen jüdischen Feiertag kennenlernen. Und wir Juden und Jüdinnen haben ziemlich viele Feiertage. Also, meine Lieben, bleibt dran. Die Fahrt geht los. Und unsere nächste Station ist Schabbat. Also, meine Lieben, und nicht vergessen, nächste Station, Schabbat. Der wichtigste jüdische Feiertag überhaupt. Und wir feiern ihn jede Woche. Ja, ja. Ich habe euch nicht zu viel versprochen. Ihr werdet schon sehen.